schönen Morgen zu einem neuen Video. Und heute ist das geilste Video, wo ich mich seit lang drauf freue. Warum? Ihr denkt jetzt nicht wieder Ford Fiesta. Ich kann es nicht mehr hören. Doch, Ford Fiesta. Und zwar habe ich das schon so ein paar Mal nur kurz erwähnt. Wir fahren jetzt zum Flughafen. Warum fahren wir zum Flughafen, Micha? Ein wildes Rennen wird passieren. Ein wildes Rennen wollen wir fahren. Da wir nicht auf der Straße Rennen fahren, haben wir uns einen Flugplatz gemietet. Das bedeutet, wir fahren jetzt mit dem Fiesta zum Flugplatz und fahren gegen folgende Autos. Giuliano 2,2 Liter Ascona. Mike Harder Fiat Uno Turbo, also der blaue von uns. Marco Degenhardt mit Ford Fiesta 120 PS. Ich liege natürlich voll hinten. Da habe ich mir gedacht, komm, egal, machen wir einfach mit. Gewinnen ist ja nicht alles, sondern der Spaß an der Sache. Aber wisst ihr, was das Krasse ist? Gestern ging das los. Wie heißt das? Boykott? Boykott startet. Da ruft mich Giuliano an und sagt, ey Marco, ich habe gerade mit Mike telefoniert. Der ist richtig sauer auf mich. Sowieso, was passiert? Ja, ich habe auf 2,4 Liter umgebaut. Habe nochmal 10, 12 PS mehr. Und hat Mike gesagt, hätte ich das gewusst, ich den Motor aus meinem Uno in dein Uno gebaut. Also Riesenbeef. Und da habe ich mir gedacht, okay Leute, 120 PS gegen jetzt 165 oder 140 PS. Ist im Uno. Wenn hier diese Boykottgeschichten losgehen, habe ich mal was vorbereitet. Kommt mal mit. Der Jan fährt noch mit und nimmt mir unseren Polo G40 mit. Da wissen wir ja, 148, 149 PS liegen da an. Relativ leichtes Auto, Frontantrieb. Und originale Innenausstattung. Und jetzt eine originale Innenausstattung, genau. Und genau den nehme ich mir als, ich habe mir so gedacht, als Joker, Boykott-Joker mit. Ich bin mir sicher, dass der Uno sehr schwer gegen dieses Auto haben wird. Und ich hoffe und mal schauen, was der Ascona macht. Fiesta bleibt das Schlusslicht. Aber wir wollen jetzt gar nicht lang reden. Micha, schwingen wir uns ins Auto. Auf zum Flugplatz. So, angekommen auf dem Flugplatz. Und ich muss direkt loslegen zu reden, weil der Erste fährt hier schon die Probe rund. Giuliano ist mit seinem Auto auch schon da. Ich glaube, der will jetzt auch erstmal die Strecke testen. Nadine ist ja auch mitgefahren. Nadine wollte auch mitfahren, dann nehmen wir den 1.8T mit. Giulianos Ascona, habe ich gerade gehört, auf dem Prüfstand vorgestern erst noch gewesen. 185 PS, da sind die Beine schon da. Es geht jetzt schon los, weißt du? Ich sage, kaum sind wir hier. Warum sitze ich eigentlich noch nicht im Auto? Sollen wir mal eine Beschaffenheit machen für Straßenbelach? Mit dem Fiesta brauche ich mir keine Gedanken machen. Das ist das schwächste Auto. Was ich sagen wollte, der stärkste wird der 1.8T sein mit 220 PS. Und da schwingen wir uns jetzt mal eben ganz schnell rein und fahren mal einfach die Straße auch auf. Eigentlich ist dieses Auto ja gar nicht jetzt gerade dafür gedacht. Aber mir geht es jetzt darum, um die Grip-Verhältnisse zu testen. Boah, wisst ihr, wie lange ich dieses Auto schon nicht mehr gefahren bin? Um direkt mal hinterher zu gucken, wo die sind. Rechts ist keiner. Guck mal, wie viel Flugplatz wir hier haben. Links ist keiner. Zeigen wir euch einmal die Strecke. Guck mal, da kommen die uns schon entgegen. Guck mal, die fighten jetzt schon einen aus. Ja, wir werden der Sache direkt mal folgen. Es ist halt Oktober, ne? November schon, ne? November. Es ist halt Winter, ne? Guck mal, jetzt würden wir hier starten und wir gucken mal, was passiert. Wie wir Traktion kriegen. Ist das schnell, das Ding. Aber ich glaube, Nadine wird sich erschrecken, wie schnell dieses Auto ist. Den Spaß lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Wir machen so direkt einen ersten 1:1 Vergleich. Giuliano testet Traktion. Jetzt könnt ihr sehen, warum man bei so einem Auto eine andere Bremsanlage einbaut. Weil hier ist ja noch die originale Bremsanlage drauf, deswegen fahren wir mit dem Auto auch nicht mehr auf der Straße. Weil guck mal, was vorne rechts aufsteigt. Unsere Bremse raucht. Ah, die hing mal ein bisschen fest, glaube ich, gerade. Ich dachte, das wäre der Ascona. Aber wie stehen lassen ganz schnell. Ich brauche die Jungs, glaube ich, nicht vorstellen. Giuliano kennt ja alle. Den Mike Harder kennen mittlerweile auch alle. Wir haben zusammen beim Essen gesessen. So war es doch, ne? Ja. Und wir haben über meinen Fiesta gesprochen, wegen den Trompeten und dass das alles nichts bringt. Und eigentlich hat der Mike uns beiden herausgefordert.
Nein, ich hatte erstmal die Suppe malig gesprochen. Hat gesagt, hier Sauger, das bringt doch alles nichts, Turbo und wisst ihr was, so ein Uno früher schnellsten Autos. Und so kam das Ganze dann ins Leben, dass wir gesagt haben, Fiesta fährt gegen den Uno und hat Giuliano gesagt, spiel mal Ascona auch mit, dann mache ich euch alle nass. Am besten, ihr erzählt jetzt mal selber vom Auto. Giuliano, schieß mal ein bisschen was über dein Auto los und vielleicht holen wir den Mike mal mit dabei, weil es gibt, habe ich ja gerade gesagt, den ersten Boykott hier. Boykott. Ja. Wir haben ja ein 2-2er. So war das Ausgangsreden beim Essen, richtig? Also Ausgangsrede, meine Version, ne, Mike hat natürlich bestimmt eine andere. Ausgangssituation war 130 PS Uno, ja, gegen 2-2er 170 PS Ascona. Der Ascona lief ja eh nicht so doll, war ich ja nicht so zufrieden mit. Und dann hat mich der Mike gemobbt. Der hat mich richtig terrorisiert, angerufen nachts. Ich mach dich fertig. Nein, wir haben uns ja nachts schlafen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ey, der Uno hat mittlerweile über 140 PS. Wenn du so weiter machst, mache ich einen 2-4er rein. Und dann hat er gesagt, das schaffst du eh nicht. Und habe ich eh keine Angst vor. Und dann habe ich gesagt, okay. Dann habe ich alles per Express bestellt. 2-4er Unterbau. Auf mein Stickum. Wie? Auf heimlich. Nee, heimlich. Ja, komm, ein bisschen heimlich war es schon. Und dann habe ich noch 5-Gang gebaut, das bereue ich, weil ich kriege die Gänge jetzt nicht rein. Letztendlich 2-4er, 184 PS, 258 Newtonmeter. Also gestehst du dir jetzt schon den Verlust gegen den Ford Fiesta ein? Nee, gegen Ford Fiesta. Eigentlich dürfte ich da nicht verlieren. Mike, du hast auch wieder noch ein bisschen anfrisiert. Ja, ich habe noch ein bisschen Kosmetik gemacht. Was? Nee, ist ja nicht mein Auto, ist ja dein Auto. Ja, also ich habe eigentlich gar nichts hier, also außer halt noch mal ein bisschen am Uno frisiert. Der lief ja viel zu mager, deswegen habe ich gesagt, Marco, ich lasse dich so nicht fahren. Wir machen auf jeden Fall noch 200 Kubikdüsen rein. Die habe ich dann am letzten Drücker auch bekommen. Musste dann auch noch mal neu abstimmen. Abstimmung steht jetzt super eigentlich. Peitschab hat auch noch einen anderen gekriegt, weil war Sardinien, weil er so geölt hat. Das ist jetzt alles dicht. Ich habe an der Ansaugung noch ein bisschen was verändert, was man nicht sieht. Ich fahre hier mit einem sehr, sehr kleinen Motor, 1,3 Liter, gegen den Big Block mit 2,4. Meinst du jetzt mich oder das Auto? Aber er braucht auch, also wir brauchen auch ein bisschen mehr Drehmoment. Ich hoffe, dafür hast du ein Verständnis, weil Gewicht braucht Kraft und Kraft ist Drehmoment. Ne? Das brauchen wir. Das war nochmal erwähnt. Hier ist alles original, bis auf Düsen. Ich fahre mit 75 PS Auspuff rum, was eigentlich auch schon nicht geht. Ja? Du weißt es selber, das geht eigentlich nicht. Also was ich hier schon mal klar weiß, Ford Fiesta ist raus. Der wird es nicht schaffen, gegen diese beiden Boliden anzukommen. Ich habe ja meinen Joker, den VW Polo mit. Und was ich aber geil finde ist, das sind alles Autos aus den 80ern, 90ern, wo man serienmäßig gab. Uno Turbo gab serienmäßig, allerdings nicht als Viertürer, anfrisiert. Polo G40 gab es sehr selten, anfrisiert. Opel Ascona gab es. Stark frisiert. Oh. Ja, es ist nun mal wirklich was? So. Ja, du hast jetzt ja nochmal alles rausgeholt, weil in den 80ern so zu kaufen mit darf. Ich habe so, immer so zu dir aufgeguckt, weil du gesagt hast, Sauger ist kein Gegner. Und jetzt machst du ja, eben. Ist ja klar, mit 7 Liter irgendwann da rumzueiern, da wird irgendwann Öl. So, ich mache mal weiter. Von mir aus auch stark anfrisierter Ascona gegen auch stark anfrisierten XR2, aber mit dem schwächsten Grund. Also wir haben hier 96 PS, 105 oder 100 PS in der Serie. Ein 2-4er hat 125 PS in der Serie und der Polo G40 hatte 115 PS in der Serie. Und um mal einen Vergleich zu ziehen, das habe ich auch gerade gemacht, habe ich jetzt ein Auto mitgebracht, was serienmäßig nie so gab. Den Audi 80 mit dem 1.8T-Umbau, so wie Jan den hat, der hat 220 PS. Ich weiß die Newtonmeter gar nicht gerade aus dem Kopf, aber ich glaube mehr als 250 auf jeden Fall. Ich meine, der hat sogar 300 Newtonmeter gehabt, wenn mich nicht alles täuscht. Also da wird der Ascona wäre schwer. Problem ist, Frontantrieb. Die kriegen wir bei der Witterung ganz schlecht auf der Straße. Den Grip, wir starten ungefähr hier vorne. Also wir werden von hinten starten, wir werden das Feld in diese Richtung aufräumen. Hast du das gehört? Da haben wir mit Tricks gearbeitet. Hier wird Luft abgelassen. Das ist Schummeln auf ganz hohem Niveau. Ja. Ey, da sind neue Reifen drauf. Ja, da sind überall neue Reifen drauf. Hallo Leute, ich bin aufgeregt. So nicht mehr berühren, Mike. Nicht ja, aber wenn ich Pause mache, kann nicht berühren. Lass sie an, lass sie laufen, nichts berühren. Das ist wie beim Fiddle Mile Away. Ha, genau das Gleiche. Hier geht's um nichts, wirklich um nichts. Irgendwelche finalen Worte? Irgendwelche finalen Worte? Ich bin aufgeregt. Irgendwelche finalen Worte? Nee, eigentlich nicht.
Ich glaube, ich hätte weniger Gas geben müssen, aber das probieren wir direkt nochmal. Mike, du hast deine Spur verlassen. Ja, warum wohl? Weil es so eindeutig war, dass ich vor euch konnte. Ja, 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 ja. Wir müssen jetzt erstmal unsere Traktion finden. Du kriegst die gelbe Karte. Nebeneinander fahren hier, alles ist safe, fühlt sich richtig gut an. Boah, guck mal, wie gerade, wie perfekt. Wir machen das Ganze dreimal, aber ich glaube, es ist eine eindeutige Pose, ne? Also ich bin mit meinem Fiesta das Schlusslicht. Ansonsten, ich finde, dass das Auto gar nicht so schlecht ist. Für einen Fiesta-Sauger gar nicht so schlecht. Also da bin ich echt überrascht. Finde ich auch, der ist nicht so langsam. Machen wir mal auf den zweiten Gang. Wir machen das jetzt hier mal aus. Auf den zweiten bitte mal aus Rolling Ways. Mike hat. Du hast Mike, einen, hier. War ein Schaltfehler, Mike, oder? Nee. Nee. Schaltgestänge kaputt oder ist ausgehakt? Ich wollte gerade den Polo holen und hatte gedacht, das wäre ein geiler Fight, weil ich glaube, wir wären alle auf einer Höhe. Dein Auto läuft noch? Ja, ist ja ein Opel. Ich glaube, der Polo wird das nicht so mögen. Ihr wisst ja, den Polo haben wir mal außen unterm Brombeerstrauch hervorgezogen. Jetzt haben wir eine neue Innenausstattung zwar eingebaut, aber was ich euch sagen kann, den Motor habe ich nie zerlegt, nie den Kopf abgemacht. Wir haben einfach nur mal G-Lader getauscht und Tuning gemacht. Keine Schaftdichtung. Und ich weiß, dass der Qualm, wenn man vom Gas geht. Und was ich gesehen habe, der hat schon relativ viel Druck im Kühlsystem. 148 PS und 196 Newtonmeter. Das könnte schon interessanter werden. Und Gewicht ist, glaube ich, nicht schlecht. Übersetzung. Und das G-Lader-Verhältnis ist natürlich auch eine Art von Aufladung, aber über den Riementrieb. Das heißt, bei steigender Drehzahl habe ich auch steigende Leistung. Bin mal gespannt, wie sich das hier gleich bewährt. Das riecht auch brutal nach Kupplung. Er hat sich gerade erzählt, von 4, das Schaltgestänge hat sich was gelöst, von 4 in die 1. Giuliano, du warst daneben, ne? Der hat einen richtigen Stoppie gemacht. Also der hat wirklich, ich habe noch nie gesehen, dass ein Auto einen Stoppie kann. Und der hat wirklich so einen Stoppie gemacht neben mir. Also Uno außer Gefecht. Aber jetzt kommt das Schlimme, weil jetzt fährt der Mike den G40 und vor dem... Auf gar keinen Fall fährt er den G40. Nein. Nein, weil das... Da spiele ich nicht mehr mit, weil den will ich zerstören. Wenn. Was fährt Mike jetzt? Ich würde ihm jetzt als Ersatzfahrzeug den Fiesta anbieten, den er so hasst. Aber wir haben jetzt ungefähr einen Vergleich. Also ich glaube, eigentlich tun sich untenrum der Fiesta, ach der Uno und der Ascona nichts. Und obenrum nimmst du ihm... Oh, ab dritten Gang fahre ich langsam weg. Was heißt langsam? Autolänge? Nein, nein, nein. Also ich gebe ihm im dritten Gang eine halbe Autolänge. Okay, das haben wir jetzt einen großen, kleinen Anhaltspunkt. Mike Harder, ich würde dir den Fiesta als Leihauto zur Verfügung stellen, dass du mitfahren kannst. Aber du kannst doch mit dem Ascona fahren. Ich würde gerne mit dem G40 fahren. Nein, den hast du auf keinen Fall aufgewiesen. Ich kann keinen Sauger fahren. Ja, da musst du jetzt erstmal zugucken. Weil wir müssen, denk dran, wir haben nur einen begrenzten Platz von Schleppwagen. Wenn du willst, fahr mit dem Fiesta mit. Ich sag dir gleich, Drehzahl nicht über 6 kann er nicht. Weil das wird, sagen wir mal so, und das Schaltgestänge auch sehr gefährlich. Also da verschalten bitte nicht. Der Mike macht jetzt mal eine Proberunde mit dem Fiesta. Das Problem ist, ich habe Mike gesagt, er soll den bitte heile lassen, weil... Das ist das einzige Auto, wo wir nach Hause fahren müssen.
merkt ihr, kein Drehmoment. Also obenrum wird der zäh, das hört man sogar richtig. Ne? Erst mal gegen dieser bissig und obenrum keiner zu Hause. Mike hält aber auch fest, wo will er hin? Will er abheben? Mike, ist dir das zu langweilig oder geht? Ja, ich glaube, ich kann eine Rundschau beilesen. Da kannst du Rundschau beilesen. Aber du merkst, erste, zweite ist okay, dritte, vierte ist... Aber ist gar nicht so schlecht, ehrlich. Gar nicht so schlecht. Mit den neuen Sitzen fällt mir auf, ich sitze irgendwie viel höher. Jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt. Bei dem Polo, ich weiß natürlich nicht, ob das alles hält. Der kennt das alles noch gar nicht so, der Kleine. Da sind sie, die Trompeten. Den Start verkackt. Aber das kriege ich nochmal hin. Boah, Mike ist schnell mit dem Vierster. Was war denn jetzt los, Alter? Habe ich den Start so vermasselt? Wollen wir da gucken, ob ich das nochmal besser hinkriege. Leistungsgewicht. Entweder kann ich den Vierster nicht fahren oder Mike ist halt das Leistungsgewicht besser. Aber ich sag euch, Junge, war das ein Fight. Boah, der hat Bock gemacht. Puh. Junge, ey, krasse Nummer. Puh. Ich sehe schon, der kleine Polo schmeißt ab und zu mal seine kleine Rauffahne, aber das wird er überleben. Auf einer Höhe. Aber jetzt müssen wir den aber auch schon, den Kleinen. Wassertemperatur wird heiß. Also mein Polo braucht auf jeden Fall mal eine Pause. Wir haben Wassertemperatur 3/4. Er läuft noch gut, aber ihr habt gesehen, wenn ich wiederkomme, macht er eine riesen Qualmwolke. Von daher hole ich mal eben das nächste Auto. Ich bin gleich bei euch. Junge, Junge, das war ein geiler Fight. Aber ich weiß nicht, warum bei Mike der Vierster so schnell ist. Hast du das gesehen? Er liegt an meinem Gewicht oder er kann es einfach besser fahren. Also Ascona und Polo G40 kann man ganz klar sagen, gleich schnell. Da tut sich oben um nichts. Das ist so richtig, so den letzten Gasdruck zu suchen. Ne? Das war so geil. So, oh, schalten, nein, noch nicht. Und ich auch, nein, noch nicht. Und dann habe ich gesehen, der macht immer so eine blaue Wolke hinten, weil er zwischendurch mal gesagt hat, nee, nicht so viel mit mir. Und ich habe einfach drauf gehalten. Aber wir fahren ja immer noch mit dem, ich glaube, 60 oder 62er Laderad und volle Pulle mit 0,9 Bar. Aber er hält. Also ist nichts kaputt. Er macht nur ab und zu mal eine blaue Wolke. Das ist also das nächste Part, den wir machen. Zylinderkopf abbauen, Ventilschaftdichtung machen und mal den Motor vielleicht noch ein paar kleine Feinheiten machen. Mike, warum ist der Vierster bei dir so schnell? Ich weiß es nicht. Gewicht? Meinst du, es liegt Gewicht? Nee. Kannst du fahren? So, was wir jetzt noch machen für das letzte quasi finale Rennen mit 4 Autos, werden wir jetzt mal eben den Lüfter hier kurz schließen, weil ich weiß gar nicht, ob der Thermoschalter unbedingt läuft, dass der Lüfter angeht. Und den kann man hier brücken. Wo ist er? Da brauchen wir jetzt gleich im Prinzip eine Wäscheklammer, Büroklammer, irgendwie eine Haarklammer von Nadine. Irgendwas werden wir gleich finden und werden das überbrücken. Dass wir hier ein bisschen kühlere Luft, dass ich den noch ein, zwei Mal fahren kann. Die letzten Handgriffe hier, dass wir auch noch mal richtig durchziehen können. Ne?
So, alle Kameras laufen, vier Autos nebeneinander, auf geht's. Nadine, hast du richtig durchgezogen? Ja. Aber du hast ja auch gedacht, wenn die anderen in deine Spur wollen, machst du nicht mit. Ne? Du hast dann mal so ein bisschen mal nach rechts, mal nach links. Ja, das macht er selber. Ja, da zieht schon was an der Vorderachse. Der Polo G40 ist ein Müh schneller wie der Uno obenrum, ne? Ja, also gegen G40 kämpfe ich auf jeden Fall mehr gegen den Uno. Also ich glaube auch, der G40 ist oben ein Müh, aber wirklich nur ein Müh schneller. Traktion, glaube ich, ist der Uno besser, weil man es besser dosieren kann. Ja, Fiesta. Ich weiß nicht, wie du es machst, aber... Geht's gut, ne, oder? Ja, mein Größter. Also, du kannst auf jeden Fall besser fahren wie ich. Ich würde sagen, viel macht natürlich auch an der kleinen Plauze aus. Das Ding wird mal richtig gemacht. 45er Vergaser, die 316er Nockenwelle kommt rein. Kolben, Schmiedekolben, also das volle Programm. 160 PS im Ziel. Jetzt sind es 120. Ich glaube, mit 160 geht der, ne? Wollen wir noch was machen, Jungs? Wollen wir noch mal... Ein bisschen Ascona ballern. Oh, dann fahre ich mal... Also, du wolltest ja eigentlich zeigen. Ich wollte mit Tim eigentlich gegen Tim mal fahren. Ja, dann soll Tim sein Auto holen. Oben raus, zieh, zieh. Ja, ich glaube, oben raus hatte der Audi die Nase vorne. Nadine habe ich gesehen, Start war zu viel Gas, Räder haben brutal durchgedreht. Und ich glaube, er war ein kleiner Frühstart, ne? Also eins muss ich zugeben, wenn ich mein Audi 80 so fahren sehe, ich liebe dieses Auto. Und ich freue mich auch, wenn Jan sein Projekt macht, dass ich mit dem... Jetzt muss ich auch noch mal mit dem Audi fahren. Und ich glaube, du fährst jetzt mal dem Kollegen, dem Opel. Das habe ich mir gedacht. Nadine, darf ich bei Audi fahren? Also, test einfach selber. Boah, Start ganz mies verkackt. Ganz mies verkackt den Start. Ich muss mir erstmal die Sitzposition hier eine bessere finden. Die gefällt mir nicht. Gehen. Also hier zum Beispiel bei dem Audi merkt man ganz klar, hier ist es ganz wichtig mit der Traktion zu arbeiten. Also ich kann auf jeden Fall mein eigenes Auto nicht fahren, aber eins kann ich euch sagen, Mike ist ein göttlicher Fahrer. Kann ich nicht anders sagen. Egal welches Auto ihn begibst, er ist damit schnell. Nadine fährt das Auto einfach besser wie ich. Muss ich einfach sagen. Nadine fährt besser wie ich. Ja, ich krieg drinnen Gang nicht rein, ich bin viel zu hektisch. Auch wenn ich es nicht zugebe, aber der Mike ist so ein guter Fahrer. Ja, hab ich auch schon gedacht. Mike ist echt ein guter Fahrer. Das ist krass, dass er auch mit dem Ascona gerade ansteht. Egal, dem Mike kannst du egal was geben, der kann es einfach. Also das muss man sagen. Also Mike hat Karriere verpasst als Rennfahrer. Ich meine, mein Schaltknopf ist bestimmt 300 Kilometer jetzt mehr abgerissen, aber... Ich werde mich jetzt noch einmal mit dem Polo dazwischen mogeln, weil der ist jetzt bestimmt wieder abgekühlt und dann sollten wir das heute auch mal beenden hier, ne? Ich könnte es den ganzen Tag machen. Die Atmosphäre toll, ne? Unter also Freunden, hoffe, kein Druck, ja, kein gar nichts. Also keiner sagt dir, ey, du müsst schneller sein, hier bist einer böse. Man ist nur auf sich selbst sauer. Ich bin zu doof, da einen dritten Gang reinzukriegen. Deswegen schnappe ich mir jetzt ein Polo, da weiß ich, kriege einen dritten rein. Aber ohne Kamera. Ganz klar merke, jetzt bei den drei oder bei dieser Vierer-Kombination haben wir ganz klar gemerkt, dass ich mit 150 PS aber auch hinten liege, ne? Und Nadine fährt echt
göttlich, dieses Auto. Also kann man nicht anders sagen. Ich habe die richtige Frau gefunden. Das merkt ihr auf jeden Fall. So, ich würde behaupten, Giuliano hat es auch gerade schon gesagt, das war der geilste Tag 2020. Oder wie seht ihr das, ja, auf Jungs? Auf jeden Fall. Das war also Emotionen pur so, obwohl wir hier ganz alleine waren. Mike, was sagst du zu? War toll. Ich durfte eigentlich jedes Auto mal fahren. Und das haben wir alle, also neidlos anerkennen, muss ich auch in dein Gesicht sagen, wie man so schön sagt. Du bist definitiv der beste Fahrer und das kann hier keiner Parole nehmen. Doch, auf jeden Fall. Doch, doch. Weil Leistungsgewicht ist das eine. Bist du mit Sicherheit von uns dreien der Beste. Aber du weißt knapp. Auch, ich habe auch das Gefühl, man spürt, sehr ehrlich, man spürt hier einen Motor. Und du machst das einmal und merkst, ah, hier ist Drehmomentabriss, hier ist Leistung. Diesen Bereich muss ich nutzen. Aber ich muss dem Ganzen sagen, sowas, was wir heute hier erlebt haben, ist die Zeit, wo ich eigentlich herkam. Viertelmeile, Spaß, Freunde. Und das, was wir heute erlebt haben, kann mir keiner mehr nehmen. Also das muss ich sagen, es hat mir besser als jede Viertelmeile-Veranstaltung gefallen. Und ich glaube, sowas könnten wir doch im kleinen Stil nächstes Jahr nochmal machen. Oder? Auf jeden Fall, ich hoffe es. Tim sagte gerade so, ah, ich weiß nicht, soll ich fahren? Ich bin noch gar nicht gestartet. Und dann hast du richtig Bock gehabt. Aber dies wird jetzt auch ganz Tag ja, auf und ab. Auf jeden Fall. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mehr Freude, mehr Emotion kann mir heute wieder keiner geben. Und ich hoffe, euch genauso. Nee, ich glaube, wir haben massiv Spaß. Bock gemacht. Das war massiv, auf jeden Fall. Das sieht man an den Streifen. Das sieht man auf jeden Fall. Es sind auf jeden Fall und die sind heute auf jeden Fall von uns. Ich würde sagen, was machen wir jetzt? Wir gehen jetzt zur Runde. Essen. Futtern. So sieht's aus. Ciao.